Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder im ProGhetto 65, bin jetzt hier auf Fisherman's Bay gelandet und habe jetzt hier auch direkt mal ein richtig angenehmes Matchmaking. Haben jetzt hier 8er, 9er, 10er, ein Light, keine Artis, also wirklich relativ entspannt jetzt hier. Auch ganz angenehme Map. Und mein Plan jetzt hier als Top-Tier-Mate direkt mal nach vorne in die Mitte, linke Seite. Ihr kennt das von mir. Relativ gute Posi, man kann da echt gut was sehen. Und wenn wir kurz auf die Minimap gucken, auch unser Team teilt sich recht gut auf. Unser G-Saw, ich weiß nicht, ob er da was aufmacht, aber werden wir sehen. Ich lade mich jetzt hier erstmal ganz kurz voll. Und da haben wir auch schon unser potenziell erstes Opfer. Einmal kurz vollladen. Ganz vorsichtig, irgendwo müssen wir ihn ja sehen. Da haben wir ein Fleckchen. Guten Tag, Chieftain. Er macht uns auch nicht auf hier durch die Büsche. Dann konnten wir ihm direkt mal eine Respektschelle verpassen. Unser Chieftain fährt links durch, finde ich gar nicht mal so bad. Ist ja ein recht guter Panzer, also mit dem er da unterwegs ist. Dementsprechend mal her, kann er da, denke ich, recht gut aufräumen. Und ich gucke dann einfach, ob wir hier irgendwie die linke, die Mitte halt von mir kriegen. Wir sehen auch links hinten geht einfach eins nach dem anderen auf. Der G-Saw ist auch mittlerweile dahin gefahren. Aber wir wissen noch nicht, wo der Light ist. Der hat hier aber den Udis gekillt. Also gehe ich mal von entweder hinterm Kanaven aus oder in der Mitte. Also hier irgendwo oder hier hinten. Da haben wir den Light. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das in der Situation nicht gesehen. Ich habe halt nur mitgekriegt, ich bin auf und. Ja, aber nicht, dass der Light das war. Ich sehe ihn halt jetzt gleich erst sozusagen. Ja, jetzt habe ich gesehen, dass da ein Light ist. Das war ein bisschen Fail, aber also für meine Entschuldigung sozusagen. Das war jetzt hier tatsächlich die allererste Runde nach meinem Urlaub gestern. Oh, der ist geplatzt. Dementsprechend verzeihe ich mir das einfach mal ganz dreist selber. So, jetzt können wir hier auch endlich mal ein bisschen Schaden machen. Der Light ist irgendwo hingefahren, der stört uns jetzt nicht. Der Centurion hat mich jetzt zum Glück nicht gespottet. Bisschen Glück gehabt. Und jetzt hier ganz kurz Überblick verschafft. Der Skoda sieht mich nicht. Der Centurion kann mich auch nicht sehen, weil sein Turm hinter der Mauer ist. So. Ihm geben wir auch noch eine. Leer schießen will ich mich nicht. Linke Seite haben wir aufgeräumt, aber wir haben ja hier vor mir, rechts von mir noch relativ viele Gegner. Dementsprechend jetzt auf gar keinen Fall leer schießen, wenn die gepusht kommen. Auch wenn ich hier recht gut Backup habe, aber das kann ja, man kennt das. Im falschen Moment leer schießen und dann wird man gejodelt. Dementsprechend lieber ein bisschen aufpassen. Sorry, da haben wir den neuen Panzer. Ich wollte jetzt eigentlich warten, bis ich voll bin, aber dann hat der TL7 schon geschossen gehabt und ich wollte meinen Schaden noch rauskriegen. Jetzt bin ich wieder auf dem letzten Schuss unterwegs. Natürlich ätzend, aber egal, ich habe genug Zeit. Oh, M4 links geplatzt. Da haben wir einen Centurion, wenn der jetzt hier nicht vorher rausgenommen wird. Ja, durch Aim. Zack, ich hätte wieder eine Sekunde noch warten können. Aber ich wollte ihn jetzt hier auch nicht irgendwie noch gönnen, noch einen Schaden zu machen. So, auch hier, auch wenn ich ihn töten könnte, ich lasse es, ich will nicht leer sein. Das wäre genau wieder der falsche Moment zum Schießen gewesen. Chieftain kann ich nicht sehen, also konzentrieren wir uns erstmal kurz auf die Stadt da hinten. Na ja, Brudi. So. Hier geben wir eine, hier geben wir noch eine. So. Und damit er jetzt einfach geplatzt ist, mache ich tatsächlich den letzten Schuss. Ich habe jetzt hier Zeit, ist alles entspannt. So, da habe ich ein bisschen ganz kurz, ne, Brain AFK, einfach mal vors Rohr vom E100 gefahren, aber er hat es nicht geschafft zu schießen. Dafür gibt ihm der Jagd-E fast eine 1000er Kelle. So, wenn ich jetzt hier noch einen drin habe, kann ich auch einfach reinfahren, das ist dann egal, ich bin noch voll. Ich kann hier tatsächlich einfach alles riskieren. Und die sind auch alle potenziell sozusagen, na nicht ganz One-Shot, aber im Clip-Bereich. So, mal her hier, ihm geben wir eine. Jetzt nicht, ich fahre jetzt zum Beispiel nicht vor,
bei der E100 guckt, ich bin nicht voll. Ich brauche 2 Schüsse, um sie zu töten. Vielleicht auch 3, wenn der E-Hund. Ne, der hat. Na gut, mit einer massiven Low-Roll wären es auch 3. So, den Schuss stecke ich mir ein, das ist mir egal. So, dafür nehme ich mir den Kill mit. So, er guckt nicht zu mir. Ich kann wieder 5 Sekunden warten. Und kann, wenn ich jetzt hier Glück habe, mir auch noch den Kill snacken. So, zack, nachladen. Weiter Schuss geht auch raus. 5 Kills. Easy durchmarschiert jetzt hier. Die Runde war echt schön. Nach dieser echt guten Runde, so für den Anfang jetzt hier besonders, nach 2 Runden Abstinenz vom Zocken, war das ein echt guter Einstieg. Insgesamt durfte ich 5 Kills abstauben, 4625 Schaden machen. Ich glaube sogar irgendein Blindshot hat getroffen. Und das Ganze hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gereicht und auch für den zweiten Platz hier. Ihr seht es, der Schief, denn wie vorausgesagt, der hat hier richtig gut abgeräumt, 17, 14, 14. Ich denke, da hat er seinen Job echt gut erledigt. Mein Trefferbild sieht auch wunderbar aus, 19, 17, 16. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und jetzt hier auch mit dem Allgemeinergebnis absolut zufrieden. Und durch einen Daily bin ich jetzt hier sogar bei 100.127 Credits im Plus angelangt. Und ja, die war relativ kurz. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach noch eine an. Auch in der zweiten Runde bin ich im Progetto 65 unterwegs, diesmal aber auf Stutz Yankee und auch diesmal ein etwas strafferes Matchmaking erwischt. Reines Zehnergefecht, 2 Lights, 2 Adis, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich habe mein Team auch direkt gefragt, ob jemand nach links fährt und da hilft. Und im Moment sieht es ja hier doch ganz gut aus. Ich hoffe, der Centurion überlegt sich das nochmal anders und kommt auch mit. Dann hätten wir jetzt hier tatsächlich 2, 4, 5 Mates und den EBR. Unser Manticore ist auch schon in der Mitte drin. Wie der Leo, der wurde, glaube ich, gerade vom EBR noch einmal peakmäßig halt gespottet. Und ihr seht, scheinbar kommt nicht wirklich was entgegen. Nur der EBR ist jetzt bisher hier. Gut, ich mache jetzt hier den Manti auf. E4 ist auch da. Rino da, okay, ist jetzt doch mehr als erwartet. Also, was heißt erwartet, aber mehr als jetzt ja am Anfang gesehen. So, den treffen wir gar nicht. Er hat geschossen, also können wir gleich wieder peaken. Auf sowas immer achten. Der Rino hat 4 Sekunden Intra-Clip. Er hat direkt wieder geschossen. Also können wir jetzt hier einfach nochmal hochpieken. Er hat nochmal geschossen. Ist jetzt leer. So, Arti kommt. Die nehmen wir einfach mal mit. Hat sich jetzt mit dem Rino nicht gelohnt. Aber trotz alledem ist er einfach mal tot. Und die 267, die können wir jetzt hier auch noch verkraften. So. Sorry, das war jetzt nicht mit Absicht. Arti wissen wir jetzt auch, wo die eine ist. Die sitzt genau K1 irgendwo. Dementsprechend, so wie jetzt hier gleich anfängt, dass die Bagage von mir nach vorne fährt, werde ich auch mal nach vorne gucken. Aber in der Zeit, wie da jetzt erstmal noch so ein bisschen Stagnation herrscht, dachte ich mir, gucken wir einfach mal, ob wir den 60er-Treffen sehen oder irgendwas anderes. Na, ne. Ne. Das wird nichts. Ich denke auch, wenn er sich da richtig hinstellt, dann können wir ihn, selbst wenn wir ihn sehen würden, nicht gut pennen können. So, FV geht direkt nochmal auf. Wunderbar. Komm mal her, Brudi. Er ist Geschichte. Unsere Leute fahren jetzt links auch vor. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Ich bin jetzt tatsächlich sogar schon ein bisschen zu spät vielleicht. Selber mit reinfahren will ich noch gar nicht. Das mache ich nicht, solange da der E4 der Manti spottet. Wer weiß, was im Hintergrund noch hockt. Der Leo pinkt ja jetzt nach links, wurde vom Progetto abgefarmt. Da haben wir ihn auch. Also jetzt da einfach blind reinfahren. So, mit ihm haben wir noch eine Rechnung offen. Auf genau diesen Moment habe ich gewartet. Ah, der ging zu tief. Selbst wenn er... Na, ich weiß nicht. Könnte getroffen haben. So, der hat auf jeden Fall getroffen. Bin jetzt zwar leer, aber die Gegner sind da mehr oder weniger alle One-Shots. Ich glaube, selbst der Manti. Gucken wir mal. Ja, 190 hat er noch. Dann hätten wir noch irgendwo den K91. Da ist der K91er. So, ich würde mich jetzt nur ungern leer schießen. Ich sehe ihn gerade eh nicht. Da ist das Haus davor. Dieses eine, was man kaputt schießen könnte. Mache ich jetzt nicht, weil würde mir nichts bringen. Ich wäre dann wieder leer. Also warte ich. Kann dann auch einfach ein bisschen vorfahren. Ich kenne die Pose hier relativ gut von der K91 Seite aus. Dementsprechend, er ist jetzt hier alleine. 121er ist irgendwo. Wenn ich mich jetzt hier richtig anstelle, wird er mich nicht aufmachen. So, das ist jetzt hier ein bisschen tricky.
Ich mache ihn auf, aber er mich nicht. Das war jetzt sehr lucky. Aber nutzt man natürlich einfach aus. Ich bleibe jetzt hier auch ganz kurz stehen, einfach um ihm zwei zu geben. Er hat mich ja nicht gesehen. Ich kann die Büsche hier nutzen, um ihn einfach mal einen reinzudrücken. Und nutze dann die Reload-Zeit einfach mal aus, um auch weiter fortzufahren. Hab jetzt wieder einen drin, also einen mehr. Kann ihn rausnehmen, hab immer noch einen Schuss drin und kann jetzt einfach weiter vorfahren. 121er immer noch nicht aufgewiesen. Man kann schon fast sagen, Abschmatzphase hat gar nicht erst angefangen. Die war die ganze Runde. So, guten Tag, Progetto. Das war lucky, aber den nehmen wir mit. Erster Schaden. Er schießt mich jetzt leer, ist mir egal. Ich habe so viele hinter mir. Der platzt einfach. Auch die Arti brauche ich mir jetzt hier keine Gedanken machen. Er trackt mich nur, also einfach weiterfahren. Arti Geschichte. Wunderbar. Er trifft mich nicht, also weiterfahren. Wunderbar. 60er kann mich nicht sehen. Der hat hier diese Garage, was auch immer vor sich. Ich fahre einfach weiter und lade in der Zeit einfach auch nach. Mein Ziel ist der 121er. Der hat für mich am meisten Schaden sozusagen noch übrig. Ist für mich auch am besten zu treffen, also zu erreichen. So, erster Schuss, er versemmelt. Zweiter Schuss. So, dritter Schuss. Und ich glaube, das war es jetzt auch. Einfach mal durchmarschiert. Da platzen sie beide. Easy. Auch auf Stutzjanki konnte ich richtig, richtig gut abräumen. Die Runde ging zwar auch leider echt schnell vorbei, aber dafür, ne, ich habe meinen Schaden abgekriegt. Lieber so als andersrum. Insgesamt konnte ich auf jeden Fall zwei Kills abstauben, 4666 Schaden machen, 360 sind gebounced und 1140 habe ich noch unterstützt. Das Ganze hat jetzt hier fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 3 gereicht und auch noch hier für den ersten Platz mit 920 XP bin ich da gelandet. Und auch das Trefferbild kann sich sehen lassen, 17, 15, 14, da kann man gar nicht meckern. Und auch so im Allgemeinen hier jetzt mit insgesamt 47.658 Credits rausgegangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.